Ja, hallo zusammen. Alle guten Dinge sind drei. Ich habe gerade gehört, dass irgendwie mein Ton nicht angekommen ist und sehr unglaublich. Offensichtlich scheint mein Mikrofon hier defekt zu sein. Jetzt probieren wir es mal ausnahmsweise mit dem internen Mikrofon und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und vielleicht kriege ich auch von euch hier ein kleines Feedback, damit man sagt, okay, hat man denn hier einen Ton oder hat man keinen? Denn ich habe ein paar interessante Informationen. Morgen Abend um 19:30 Uhr gibt es wieder ein spirituelles Heute-Journal. Und an meiner Seite wird diesmal sein Andreas Winter. Wer ihn noch nicht kennt, ich blende ihn ein. Andreas hat ein Institut in Iserlohn. Er ist Diplompädagoge und macht auch Hypnosetherapie in verschiedenen Anwendungen, Thema Gesundheit, Thema Rauchenentwöhnung, Heilung ohne Medikamente, Abnehmen, alle diese Dinge. Aber auch er hat ein ganz neues Coaching-Thema zusammengestellt, denn er sagt, wir haben demnächst 1 Million Schüler, die demnächst auf die Halbjahreszeugnisse hinfiebern. Vielleicht sind einige dabei, die noch ein bisschen Probleme haben mit Lernschwierigkeiten, die sagen, meine Noten sind noch nicht, ich habe hier ein Problem, dieses Ganze mitzukommen oder es zu lernen. Und da hat er eine Methode, die, sagen wir mal, Profisportler oder Schauspieler oder Topmanager verwenden und die wird er uns morgen zeigen. Also wer Kinder hat, wer Enkelkinder hat, hier morgen einschalten, 19:30 Uhr, Andreas Winter zum Thema Coaching, Lernen einfach gemacht, damit die Kinder wieder auf ihren Erfolgsweg kommen und das gut umsetzen können. Dann haben mich auch viele gefragt, ja, Mensch, Nepomuk, leider sind deine Veranstaltungen am März, den Freitag, den 3. und am Samstag, den 4.3. mit Gianni Baducci so schnell ausverkauft gewesen. Wir haben gar keine Karte bekommen. Ja, um den Gianni ist momentan ein Riesenansturm. Und jetzt haben wir Gott sei Dank die Termine regeln können, denn ich war ja ein bisschen noch in Peru verhaftet. Im Dezember aber sind wir zurück und wir haben die Termine. Und ihr könnt diese alle auf meiner Webseite hier schon einsehen. Wir haben das ganze Jahr die nächsten Veranstaltungen, da hat uns wieder ein paar Tage freigeschaufelt. Die haben wir hier schon eingepflegt und ihr könnt hier dies schon online über meine Seite buchen. Was auch ganz spannend ist, auch zeige ich auch gleich hier, auch alle Termine, die ich mit der Susan habe, die sind auch hier schon eingepflegt worden. Auch die haben wir heute hier besprochen. Sie wird auch ein, zwei, dreimal nach Eckenfelden kommen, nach Gern in den Rossstadl und das live wieder machen. Das war ja letztes Mal auch eine Sensation für viele Menschen, die das noch nicht erlebt haben. Wir hatten, glaube ich, 70% Menschen, die waren zum ersten Mal dabei und das war schon sehr spannend, ist zu sehen, wie sie reagieren, wenn man plötzlich feststellt, ja, man kann tatsächlich mit dem Verstorbenen sprechen. Die sind tatsächlich um uns und die kriegen ja auch unseren Alltag mit. Und wir haben auch die Online-Termine wieder eingepflegt. Wir werden wieder jedes Monat ein Rendezvous mit Jenseits machen, auch Workshops wieder. Auch das findet ihr auf dieser Seite. Was aber auch für mich ganz persönlich wichtig ist, ist noch Folgendes. Und zwar, ich werde auch nächste Woche wieder meinen, legendären Vortrag jenseits des greifbaren Illusion Tod erhalten in zwei Teilen, weil jeder Teil dauert ungefähr 2,5 Stunden. Einmal am Donnerstag, den 26. um 19:30 Uhr und dann nochmal die Woche drauf am 2. Februar, wo es auch um Phänomene und natürlich auch um das Thema Wunder geht. Auch wieder um 19:30 Uhr am 2. Februar. Auch das könnt ihr schon hier anmelden, einloggen und Karten besorgen. Das wird wieder online sein. Und da freue ich mich schon sehr drauf, euch wieder zu hören und zu sehen. Und die nächsten Informationen über die neuen Filme, über das, was in Peru war, was rauskommt, etc., das werden wir in den nächsten Wochen hier aufzeigen und besprechen. Und da freue ich mich schon sehr drüber. Und bis dahin, euer Nepomuk. Und ich hoffe, jetzt hat man einen Ton. Wenn nicht, machen wir noch mehr eins. Wir sind jetzt schon geübt. Also bis bald.